Kaum war ich jedoch am Kanaleinstieg angelangt, kam Wellington wieder zu sich. Ich musste die Leiche liegen lassen und fliehen. Da Wellington mir jedoch folgte und anschließend sogar noch bis zur Straße nach Stockton unterlief, konnte ich durch den Schacht wieder unbemerkt in die Kirche zurückkehren. Um ihr heimliches Werk zu vollenden. Ja, Inspektor. Ich fürchtete den Zorn des Teufels. Sie scheinen ja mächtig Angst vor diesem Schurken gehabt zu haben. Immer noch. Das ist doch lächerlich. Kommen wir endlich zum Schluss. Um Sergeant Wellington von der in der Turmsohle liegenden Leiche wegzulocken? Jawohl. Schlich ich mich hinauf zur Orgel, wo ich anfing, wie ein Wahnsinniger, die Manuale zu bearbeiten. Um einen Dauerton zu erzeugen, klemmte ich schließlich mit einer Haarspange, die ich in meiner Tasche fand, eine Taste fest. Während Wellington dann über den rechten Aufgang zur Orgelbank hinaufrannte, hastete ich über die linke Treppe in die Sakristei zurück. Als ich jedoch endlich wieder den Turmaufgang erreicht hatte, betrat jemand die Kapelle. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wer das war. Ich musste also zum zweiten Mal durch den Kanalschacht fliehen, ohne Leiche. Sie haben jedenfalls alles versucht, um Ihren Auftraggeber zufriedenzustellen.